Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und heute komme ich mal, ja, mit einem Sondervideo zu euch, wenn ihr so wollt, gell? Denn heute erzähle ich euch mal, welche drei Filme ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, gell? Und das Video kommt nicht von ungefähr. Ich habe ein ähnliches Video auf dem befreundeten Kanal Mr. Schrotti 11 vom lieben Christian gesehen, gell? Ich verlinke euch das Originalvideo in der Infobox, gell? Ja, bei ihm habe ich das Video gesehen. Er hat uns dort erklärt, welche drei Filme er auf eine einsame Insel mitnehmen würde und hat, ja, im Anschluss mich darum gebeten, ob ich nicht auch mal so ein Video machen könnte, gell? Und mache ich gerne, gell? Warum nicht? Gell? Mein lieber Christian, mein lieber Mr. Schrotti 11, falls du das sehen solltest, ich hoffe, meine Antworten gefallen dir. Gell? Jawohl, also machen wir auch gar nicht lange rum. Welche drei Filme würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Gut, da muss man natürlich eine Weile lang überlegen, denn auf lange Frist gesehen wird irgendwann jeder Film oder jede Serie irgendwann mal eintönig und langweilig, gell? Aber wenn ich jetzt drei Filme mitnehmen müsste, gell, weil ich auf einer einsamen Insel gestrandet bin und es haben drei Filme überlebt oder wie auch immer, also wenn ich halt eben drei Filme mitnehmen müsste, weil man mich auf eine einsame Insel verbannt oder wie immer ihr das sehen wollt, gell, habe ich mich also für drei Genre, für drei Filme entschieden. Ein Drama, eine Komödie und natürlich ein Horrorfilm, gell? Bei dem Drama habe ich mich entschieden für einen meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten von Miloš Forman, gell? In den Hauptrollen Jack Nicholson und Louise Fletcher, ja? Jetzt haben es vielleicht schon einige erraten. Das Drama, das ich mitnehmen würde auf die einsame Insel, ist Einer flog über das Kuckucksnest, gell? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich mag die Thematik in der Nervenheilanstalt. Ich mag irgendwie Filme, die in einer Psychiatrie spielen. Die gefallen mir irgendwie vom Setting her, vom Feeling her. Dann haben wir hier Jack Nicholson, der, glaube ich, für diesen Film, ich meine, den ersten oder zweiten Oscar bekommen hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also Jack Nicholson, eine absolute Legende. Louise Fletcher als Schwester Bratchett hat hier eine der besten weiblichen Performance in der Filmgeschichte abgeliefert, hat dafür auch einen Oscar bekommen und ihr weiblicher Charakter gehört ja, glaube ich, auch bei vielen Filmfans und bei Rankings und so weiter, ja, zu einem der besten Bösewichte der Filmgeschichte, gell? Außerdem sehen wir hier nochmal Danny DeVito und Christopher Lloyd in sehr jungen Jahren, gell? Wir sehen Brad Dourif in jungen Jahren. Einfach rundum ein toller Film. Gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen aller Zeiten. Ein schönes Drama mit einem bitteren Ende. Gell? Was Komödie angeht, da habe ich mich entschieden für Verrückt nach Mary. Gehört zu meinen absoluten Lieblingskomödien. Auch wenn der Humor ein bisschen unter die Gürtellinie geht, aber es muss ja nicht immer völlig anspruchsvoll sein, gell? Aber wer Verrückt nach Mary gesehen hat, der hat hinterher einfach wieder gute Laune, egal was vorher war, gell? Und ich bin auch ein absoluter Ben Stiller Fan. Ausnahme sind die Nachts im Museum Filme, das ist gar nichts für mich, das ist mir ja zu albern oder zu kindisch, wenn ihr so wollt. Aber das ist einfach nicht meins. Mal abgesehen von den Nachts im Museum Filme mag ich Ben Stiller wirklich sehr. Ich sehe ihn gern, auch wenn er eigentlich immer dieselbe Rolle spielt. Das heißt so der Nobody, der in absurde Situationen gerät, gell? Aber Verrückt nach Mary gehört zu meinen Lieblingskomödien. Kann ich mir immer wieder anschauen und ich habe immer wieder gute Laune nach dem Film. Obwohl Cameron Diaz nicht ganz so mein Typ Frau wäre, aber darum geht's ja nicht, gell? Es ist eine wirklich verrückte, bunte und auch, finde ich, gut durchdachte Komödie, die einfach Spaß macht, gell?
Und als Horrorfilm habe ich gewählt den allerersten Poltergeist. Und das jetzt nicht unbedingt, weil das der beste Horrorfilm aller Zeiten wäre. Für viele ist er es sicherlich. Nein, ich habe den Film gewählt aus rein nostalgischen Gründen. Denn wenn ich den Film dann auf dieser Insel schauen könnte, dann bekomme ich Gedanken an meine Kindheit, denn es war der allererste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Damit ging alles los, was das Thema Horror betrifft. Ja, es war kein Stephen King-Roman oder was, es war Poltergeist. Gell? Da war ich 8 oder 9 Jahre alt, als ich den gesehen habe. Verbotenerweise natürlich. Gell? Da ging es los und aus nostalgischen Gründen würde ich den ersten Poltergeist mitnehmen. Aber jetzt nicht zwingend, weil es der beste Horrorfilm aller Zeiten wäre, sondern rein aus nostalgischen Gründen. Dann kann ich mich mal an meine Kindheit zurückbesinnen und gehe vielleicht etwas glücklicher, ja, in den Tod. Denn ich glaube nicht, dass ich lange auf einer einsamen Insel überleben würde. Gell? Bin ich ehrlich, ich habe überhaupt keine Survival Skills, was das anginge. Aber wenn ich mir dann den Poltergeist angucke, dann habe ich noch einmal Gefühle an meine Kindheit und gehe vielleicht etwas fröhlicher oder zufriedener oder ruhiger ins Grab, gell? Auch wenn das jetzt brutal klingt, aber ihr wisst, wie ich es meine, ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Aber natürlich, also ich würde auf einer einsamen Insel, glaube ich, nicht lange überleben, gell? Also so wie ich mich jetzt einschätze. Man kann in so einer Situation kann man natürlich über sich hinauswachsen. Das würde man dann sehen, gell? Aber da ich niemals ja, auf einem Schiff oder auf ein Flugzeug steigen würde oder in ein Flugzeug steigen würde, kann mir das auch nicht passieren, dass ich auf einer einsamen Insel strande, gell? Okay, gut, gell? Also das wären meine drei Filme, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Einer flugs übers Kuckucksnest, Verrückt nach Mary und der erste Poltergeist, gell? Ja, so, das waren meine drei Filme, die ich mitnehmen würde, gell? Mein lieber Christian, mein lieber Mr. Schrotti11, falls du das Video gesehen hast, ich hoffe, es hat dir gefallen und meine Antworten haben dir gefallen, gell? Und meine lieben Freunde, ich hoffe natürlich, euch allen da draußen hat das kurze Video auch gefallen. Ich konnte euch für die paar Minuten die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wiederhören würden. Gell? Und jetzt sage ich einfach mal, nenne ich mal random einfach mal drei Leute, von denen ich auch gerne so ein Video sehen würde. Gell? Das wäre die liebe Julia vom Kanal Fat Lady Things. Liebe Julia, wenn du das Video gesehen haben solltest und dich das Thema interessiert, mache gerne ein Video auch zu dem Thema, welche drei Filme du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, gell? Dann würde mich mal die Meinung interessieren vom lieben Markus, vom Toy Hunter im Bettmobil. Markus, wenn du möchtest, mach ein Video und sage uns, welche drei Filme du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, gell? Und dann würde mich die Meinung mal interessieren vom lieben Creepy König, gell? Der liebe Creepy König, mache natürlich in deinem Stil, wenn du möchtest, ein kurzes Video zu dem Thema, welche Filme du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Drei Filme, gell? Das habe ich jetzt einfach mal so random beschlossen, euch zu benennen. Ihr müsst nicht mitmachen, ihr dürft mitmachen. Also von euch dreien würde mich das mal interessieren. Gell? Und euch drei habe ich ja auch noch nie nominiert, wenn es um solche Dinge ging. Gell? Also, Fat Lady Things, Julia, lieber Christian, Creepy König und lieber Markus Toy Hunter im Batmobil, wenn ihr möchtet, ich lade euch dazu ein, macht ein ähnliches Video in eurem Stil, so wie ihr könnt und möchtet. Gell? Gut, das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!